So, ist natürlich schon mal ein Unterschied, wa? Dass er so wenig Damage macht. Oh, da ist auch einer. Kotzt mich das an, ey. Und ich habe keinen Plan, wie wir das da so ohne weiteres bezwingen sollen, ja? Oh, dann nach unten geht's ja auch noch. Meine Fresse. So. Hier nach unten zu fallen wäre nicht so toll. Okay, da oben hängt auch noch einer. Moment, kriege ich den? Scheiße. Ja, friss! Leider nicht. Giftig! Ja. Sehr schön. Oh, komm, machen wir noch den anderen platt, ja. Willst du mich jetzt rollen? Jetzt kommen wir hier noch nicht mal lang. Oh. Jetzt aber flink hier. Flinken Fußes. So, und jetzt gleich nochmal. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Das Kraut hier? So. Okay. Wusste ich nämlich, ja. Das war den wahrscheinlich auch wieder mit unserer Eleganz nicht töten können. Das ist doch kacke jetzt. Also, die mu muss man unbedingt im Fernkampf killen. So, die Leiche ist jetzt runtergefallen. Wer jetzt hier hochkommt, keine Ahnung. Wahrscheinlich von außen dran, ne? Gehe ich mal davon aus. Seele eines stolzen Kriegers. Okay, da hinten ist auch noch ein Nebel. Achtung, vor dir Hinterhalt. Hallo? Da drin oder wo? Mann, nee, ist doch scheiße, wenn das hier so übersichtlich ist. Warte, da ist auch noch ein Item. Ja. Okay, also ich gehe mal fest davon aus, dass wenn man da hinten zu dem Boss kommt. Jetzt bin ich gerade ein wenig verwundert. Was hier dieses Vieh hier unten sucht. Oh Gott, Alter, ich habe mich gerade gewundert, was macht hier so ein Lärm, ja, aber das waren ja unsere eigenen Füße. Ja, super toll, ja. Melter, du bist ein Idiot. Oder ein Schisser.
Aber ich sag mal, lieber Angst als, als blöde Dummheit, irgendwo da irgendwo reinzurennen und einfach mal zu krepieren und das mehrfach wahrscheinlich sogar noch. Okay, hier haben wir nichts. Muss ich auch mal gucken, ja, ob wir da noch was an der Seite haben. Aber nee, haben wir nicht. Okay, da kommt ein Vieh. Ja, stopp! Okay, ich glaube, die Dinger können fliegen. Ah, nee, können sie doch nicht. Haha, du musst die Flügel spannen! Oh Gott, Alter, dass das hier so sehr flüssig läuft. Ja, das finde ich hier sehr famos. Und da lohnt sich das hier auch so richtig. Kann ich da jetzt so runterfallen? Nein, kann ich natürlich nicht. Alter, sei nicht so gierig. Wart doch erstmal ab. Ja, vielleicht kriege ich einen Ring, der uns das Fliegen beschert oder was. Oh, ich sehe eigentlich hier schon wieder meinen eigenen Tod. Ein roter Symbolspeckstein, na geil. Das ist für Veganer, Freunde, ja. Also für Veganer, die auch endlich mal wieder den, den köstlichen ja, Geschmack eines Specks, eines Stückchen Schinkens spüren möchten auf der Zunge. Die lecken einfach an so einem Speckstein und das ist dann sehr, sehr lecker für die. So, wir können natürlich als normal denkende Menschen das einfach so essen. Aber die müssen dann an so Sachen dann dran rumlutschen. So, und... tot, wa? Nee. Ich hab gedacht. Ich hab gedacht, ja, dann siehst du, was rauskommt, wenn du denkst, meld das, ja. Boah, kannst du mir nicht erzählen, dass das klappen soll. Ist doch ein Hinterhalt hier, wa? Ich höre nicht ohne Grund hier noch ein bisschen, das Tippel-Tappel-Tippel-Tappel von denen. Ja, dachte ich mir doch. Ach, von da oben. Hier so ein Arschloch. Wo befinde ich mich jetzt hier? Ich bin jetzt ein Weg am Arsch. Würde ich mal behaupten. Okay, da ist noch eine Harp hier. Die Happy hier runtergeschüpft, komm. Ich hab die Happy gesagt und nicht der Arscher. So ein Arschkeks. Hä? Wo soll ich jetzt hier weiter? Ja, du bist dann da halt runtergesprungen und kommst jetzt hier nicht weiter. Ich soll wahrscheinlich da runter, wa? Oh Mann, ey. Und dann geht's immer gleich in zwei Richtungen, ne? Da sind Schweine. Wer will gegen Schweine kämpfen? Ratten. So, okay. Das wäre die erste. Jetzt kommt die zweite. Na bitte, so.
Okay, das ist eine vernünftige Truhe. Gemäldehüter, Kapuzen, ja, geil. Okay, also hier wären wir erstmal fertig und jetzt können wir uns auch wie so ein Gemäldekrieger anziehen. Okay, super, 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 toll. War sehr famos. Ey, den hab ich schon geteilt, als der hier hochgeklettert ist, ja? Also das kann ja auch nicht sein. Ah. Aber hier findet man einen Haufen Seelen. Hier findet man nicht mehr wirklich Ausrüstung, sondern nur noch die Seelen. So. Achtung. Hier. Vorsicht, 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 Vorsicht. Ah, ja. Hier. Und wir sind hier. Eibeseitiger, okay. Puh. Ich gehe mal fest davon aus, dass man von da hier hinkommt, zu diesem, zu dieser Leiche. So, jetzt ist dann immer noch da. Ach, warte mal, da hinten, habt ihr doch was wir funkeln sehen hier. Die Flügel. Das werde ich erstmal dem Einfieder abreißen. So. Bevor das Fuckvieh hier wieder von der Seite angeflogen kommt. Hä? Wo ist das jetzt hin? Ich habe doch hier gerade die Flügel flattern sehen. Da unten ist es. Na komm her! Komm doch her! Kein Mensch tut dir was. Zum Glück sind wir untot. Und wollen erst wieder zum Mensch werden. Deswegen war das sogar richtig. Hallo. Mann, ey. Okay, dann suchen wir uns einfach mal den Weg da nach unten. Eigentlich nur noch ein Ware, ein Waren. Dass mein Bogen fast kaputt ist, das kotzt mich ein wenig an und dass wir kein Reparaturpulver haben, ebenso. Ich habe auch gesehen, es gibt so einen Zauberreparatur, aber den können wir natürlich auch nicht wirken, weil wir zum Zaubern ja nicht gemacht wurden. So. Ja, da haben wir dich. Arschkeks. So. Jetzt sind wir wieder bei 20.000 Seelen. Super, die kann ich ja mal ordentlich verbraten. Keine Ahnung, indem wir jetzt einfach zweimal hier vorne sterben. Apropos. Da kann man doch glatt einfach mal sagen. Ach nee, ich wollte jetzt mal so einen Ring anlegen. Die Vorrichtung ist verschlossen. Okay. So, und jetzt hier gleich Bossfight. Oder auch nicht. Aber hier ist auf alle Fälle noch einmal so ein Arschkeks, der die Feuer, der Feuer spucken kann. What? Ja, okay. Ja, ich bin ein wenig not amused, ja.
über diese Gesamtsituation dort. Unten. Ah, geil, so, da hätten wir den ersten. Ach, meine Fresse. Das kannst du mir ja erzählen hier. Oh Mann, ey. Mann, ey. Oh, ich dachte, unser Schwert reicht jedenfalls so lang, ja, so weit, um die einfach mal da ein bisschen zu ärgern, zu kitzeln. Moment, Großschwert, was haben wir noch? Haben wir noch irgendwas Langes, wie eine Sense oder sowas? Eine Sense hatten wir auch gefunden gehabt. Okkulte Keule. Speer! Wenn die mit Speeren ankommen, dann können wir auch mit Speeren ankommen. Speer, 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 Speer. Drachenzahn. Auch nicht schlecht. Aha. Okay, wir haben Harvids Drachenzahn. Flüchten! So, weil ich jetzt hier unser komisches, oder was heißt komisches, unser super Schwert weggemacht habe, bin ich jetzt gerade ein bisschen, fühle ich mich ein bisschen nackig. Und gehe jetzt erstmal hier runter. Nochmal, ist das ein Brunnen? Jetzt das saufen mal, wa? Nee. Mit sowas hätte ich jetzt auch noch gerechnet, dass man jetzt hier irgendwo runterklettert und dann einfach mal säuft. Ach, kennen wir ja noch. Arschloch. Noch eins. So ein Ding hat uns mal 35.000 Seen gekostet. Hallo. Oh. Noch so ein Heiliger. So. Meine Fresse. Und ich fall drauf rein. So. Hier geht's nicht weiter. Ich werde dann einfach eine Menschlichkeit benutzen. Wo? Warte mal, was geht das hier auch? Ja. Aber immer schön mit Block erst hier reinlaufen, ja. Bevor man was anderes macht. Schlüssel für den Anbau, ja, okay.
Ah, okay, das ist das andere. Das ist die andere Seite. Ach, das ist doch scheiße, das ist dieses Kackgift. Das ist doch Kacke. Kacke, Kacke, Kacke. So. Jetzt nutzen wir trotzdem nochmal, weil ich es gerade schon gesagt habe, noch eine Menschlichkeit. Sips. Ja, du kannst doch mal bitte mir hier noch eine Menschlichkeit reinpfeifen, komm. Müssen wir mal gucken, ob wir uns nicht vielleicht noch ein paar kaufen können. Alter, da war's schon wieder hier. Diese Rodeo-Clowns. Irgendwo war ja noch einer. Ich gehe erstmal hier woanders weiter. Oh Gott, Alter, ich hab so eine Paras in diesem Scheißgebiet hier. Warte mal. Hier sind wir reingekommen, wa? Jetzt liegt da oben Arschloch oder was? Okay, das ist eine Sackgasse. Okay, das ist der Weg. Das ist eine Sackgasse. Das ist eine Sackgasse, hier ging es nach oben. Aber hier ging es dann nirgendwo weiter. Okay, also müssen wir dann durch diesen großen Raum. Bleibt uns keine andere Wahl. Mal was trinken. Da ist er. Ja, das kann nicht sein, ja? Wir stehen hinter dem Vieh und es trifft uns immer noch. Obwohl wir ihm elegant entwichen sind, ja, aber nein. Das Spiel sieht's ja anders. Seele eines Kriegers. Ah, cool. Und jetzt ist da wahrscheinlich wieder so einer, der die ganze Zeit gegen uns gerattert ist, ja, aber okay, oder auch nicht. Glücklicherweise, ausnahmsweise mal. Weil sowas ist auch mal so typisch Dark Souls. Wo dann die ganze Zeit so ein Skelett-Heini gegen einen gerattert ist, ja. So, wenn ich hier was übersehen habe, müsst ihr das mir in die Kommentare schreiben. Ich bild mir ein, ich habe alles. Haben wir hier vielleicht noch so eine Wand, welche so ein bisschen hervorsticht? Nö. Ist auch leicht laut, ja, also... Hier kommen wir jetzt wahrscheinlich auch nicht raus und sind dann, ja, im Dasein gefristet. Hier nie wieder rauszukommen aus diesem Scheißbild.
Hurra für Rollen, Alter. So. Jetzt kommen wir jedenfalls hier raus. Ich finde das immer sehr schön, wenn dann unser Ritter dann noch so eine Spirenze macht. Ja. Nachdem er da so einen verheerenden Move gebracht hatte. So, die Leiche haben wir jetzt auch freigekämpft. Okay, diese komischen Schildknappen, die sind da immer noch am rumsliden. Rumschleimern. Doch mal bitte das Türchen auf. So, okay, dann haben wir hier auch einen Shortcut jetzt endlich frei. So, jetzt holen wir uns hier noch die Leiche. Ne, hier geht's nicht weiter. Hier war die Leiche. So, na bitte. Menschlichkeit! Ja, na bitte. Na bitte. So. Man bekommt 500 pro Typen mit dem Schild. Elegant ausgewichen, elegant ausgewichen. So. Ja, ich weiß, Skill ist, wenn Glück zur Gewohnheit wird. Und da hat man es gerade mal wieder voll gesehen. Das war alles Skill. Stolzer Krieger?